Hallo zusammen, hinter uns noch Stephanos alte verfallene Taverne hier am schönen Prespasee. Und wir fahren jetzt Richtung Albanien. Erster Stopp Nordmazedonien, auf geht's. Kommt mit! Im letzten Video hatten wir Sehnsuchtsorte meiner Kindheit am wunderschönen Prespasee besucht. Heute ist da nicht mehr viel übrig. Da wir dabei aber schon wieder getrödelt haben, ist es nun wirklich an der Zeit, Griechenland zu verlassen und nach Nordmazedonien weiterzufahren. Griechenland mit Herbstfarben hatten wir auch noch nie. Bye bye Griechenland, wir kommen bestimmt wieder. So, soeben in Nordmazedonien angekommen und schon mal vollgetankt, mit ziemlich leerem Tank hier angekommen und das mit voller Absicht, denn hier tankt man für etwa 1,50 Euro pro Liter Diesel. Ich glaube, das ist das günstigste in Europa oder geht es irgendwo noch günstiger? Wer weiß was, hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Wieder mal ein Jubiläum, 50.000 Kilometer haben wir gerade überschritten mit diesem Kassenwagen. Ein Wahnsinn. Heißt, 100 Liter Diesel kriegt dafür. Ein Schlagloch nach dem anderen, Radfahrer, die auf der falschen Seite entgegenkommen und Hunde, die auf der Fahrbahn laufen. Wir sind eindeutig in Nordmazedonien. Aber auch hier tut sich einiges und immer wieder sind wir auf schönstem neuem Asphalt unterwegs. Spontan beschließen wir, dass wir den Prespasee auch von der mazedonischen Seite noch einmal besuchen wollen und so begeben wir uns auf die Suche nach einem passenden Platz. Wieder eine unserer berühmt-berüchtigten Planänderungen. Eigentlich wollten wir heute an den Ochridsee fahren, geworden ist es noch einmal der Prespasee, diesmal von der nordmazedonischen Seite. Ja, die hat den Nachteil, dass sie halt an dieser Hügelkette liegt und dementsprechend haben wir schon eine Dreiviertelstunde vor Sonnenuntergang keine Sonne mehr. Aber dafür werden die Bergspitzen am anderen Ufer noch erhellt und es sieht auch ganz gut aus. Dann arbeiten wir jetzt mal unsere To-Do-Liste ab. Punkt Nummer 1, Ruby spazieren gehen lassen. Die war schon recht ungeduldig. Punkt Nummer 2, Gemüseschnipseln fürs Abendessen. Und Punkt Nummer 3, ich gehe mir nochmal diese Rampe ansehen, über die wir runtergekommen sind und hoffe, dass ich da auch wieder raufkomme. Am Weitwinkelvideo sieht das wie immer harmlos aus. In Natura war diese Stufe aber schon ein wenig einschüchternd, denn der Weg vom Ufer war bedeutend steiler, als er hier wirkt und die Ducato-Spurbreite würde wohl nicht genügen, um mit beiden Reifen auf einer der moderaten Stellen zu landen. Aber erste Ideen dafür reifen schon und fürs Erste genießen wir noch einmal Ruhe und Natur am Prespasee. Auch nicht schlecht, diese nordmazedonische Seite des Prespasees. Guten Morgen. Los geht's, Ruby! Los geht's! Sehr brav, Ruby, sehr brav! Ab die Post! Ab in den Süden!
Wir fahren nach Griechenland und zwar zu dritt. Alle einsteigen. Wir sind Ola und Gerfried und wir leben die Freiheit, heute noch nicht wissen zu müssen, wo wir morgen aufwachen werden. Im Wohnmobil erkunden wir Europa und verbringen einen guten Teil des Jahres im Camper. Neben Kurztrips machen wir immer wieder auch Langzeitreisen. Denn seit 2020 arbeiten wir ortsunabhängig vom Wohnmobil aus. Neuerdings mit dabei ist Katze Ruby, die nach anfänglichen Zweifeln von der obersteirischen Bauernhofkatze schön langsam zur Weltenbummlerin wird. Dann schauen wir mal, ob wir diesen Hügel raufkommen. Die Keile haben wir schon vorbereitet. Könnte sein, dass wir die brauchen für eine Stufe. Diese Stufe müssen wir bewältigen. Wie schaut's aus mit der Bodenfreiheit? Ja! Geschafft! Das ist ein Schlag vom Ducato, wirklich. Wie ein 30-Tonner. Dann sagen wir zum zweiten Mal Bye-bye Trespassee. Hatten wir nicht damit gerechnet, dass wir nochmal hier landen. Das war Eulers Wunsch dann spontan gestern Abend auf der mazedonischen Seite. Ist auch sehr schön, hat halt gar keine Abendsonne. Das müsst ihr wissen. Dafür wird morgens früher warm. Sehr naturbelassen, es gibt hier wenig. Es gibt anscheinend alte Tourismusanlagen, die nicht mehr wirklich in Betrieb sind. Aufgelassene Hotels und so, die sehen nicht so schön aus, aber sonst viel Natur. Gefällt uns gut. Und jetzt geht es einmal über den Berg durch einen Nationalpark und dann landen wir schon wieder am nächsten See, dem Ochensee. Hallo. Hello. Can we drive in? Yes, good man. Yeah, how much is it? Forever. Okay. Thank you. Thank you, bye. Bye-bye. Nun sind wir im Galicica Nationalpark. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wir wollten ja eigentlich nur hier über den Berg fahren, aber diese Straße führt durch den Nationalpark und deswegen ist sie kostenpflichtig. 4 Euro haben wir jetzt bezahlt. Ist moderat. Die Straße ist die beste, die wir bislang in Nordmazedonien hatten, abgesehen von der Autobahn. Also die Mautgebühr zahlt sich aus und es gibt kaum Verkehr. Und das ist wirklich angenehm zu fahren. Es ist auch nicht sehr steil, zumindest auf der Prespasee-Seite. Ich habe so Sehnsucht nach ukrainischen Karpaten. Es sieht hier so ähnlich aus. Ich möchte nur die Wanderschuhe anziehen und los. Es ist wirklich schlimm, dass wir keine Zeit mehr haben, aber hilft nichts. Jetzt sind wir dann, glaube ich, bald an der höchsten Stelle und dann geht's abwärts zum Ochensee. Und schon sehen wir auf der anderen Seite hinunter zum Ochensee. Der nordmazedonische Teil kommt hinter der nächsten Kurve. Da sind wir schon beim Ochridsee. Es ist atemberaubend wunderschön. Ich weiß, dass ich das sehr oft sage, aber bei so einem Ausblick ist das einfach nur die reine Wahrheit. Wow!
Das Schaubild hier am Aussichtspunkt greift übrigens noch einmal das im letzten Video besprochene Problem des sinkenden Wasserstands des Prespasees auf. Da sieht man Pogradec, ist schon auf der albanischen Seite und wir sind noch kurz vor der Grenze. Genau, den See teilen sich Nordmazedonien und Albanien. Wir sind hier noch auf der nordmazedonischen Seite, gleich hier hinter uns ist irgendwo die Grenze zu Albanien. Dann ist dieses Stück hier hinter mir albanisch und am anderen Ufer gibt es dann die nächste Grenze, auch dort wieder zwischen Albanien und Nordmazedonien. Der nördliche Teil des Sees ist auch in nordmazedonischer Hand. Wir müssen uns jetzt entscheiden, wollen wir so herum oder so herumfahren, denn für uns geht es dann in diese Richtung weiter nach Albanien. Wohin genau? Wissen wir noch nicht. Wir brauchen dringend Internet. Wir haben vergessen, es rechtzeitig in Griechenland noch in Erfahrung zu bringen. Wir würden gern über den Koman-Stausee mit der Fähre fahren. Die Fährtickets sollen aber sehr gut gebucht sein und ohne Reservierung soll heutzutage nichts mehr gehen, auch in der Nachsaison. Und deswegen müssen wir erst in Erfahrung bringen, ob wir ein Ticket bekommen. Wenn wir keins bekommen, macht es keinen Sinn, in Richtung Valbonatal zu fahren, denn das machen wir nur, wenn wir dann mit der Fähre von Fierce nach Koman wieder zurückfahren können und dann ungefähr bei Shkodra landen. Sonst haben wir nicht genug Zeit, um das Ganze auf der Straße zu umfahren. Und deswegen geht es für uns jetzt runter. Wir suchen uns ein Café mit WLAN und dann wissen wir mehr. Die Westseite der Mautstraße ist leider nicht mehr so gut wie die Ostseite. Viele Schlaglöcher und vor allem sehr viele Felsen auf der Straße. Muss man echt aufpassen, nicht zu sehr in die schöne Landschaft des Ochridsees schauen, denn sonst braucht man neue Reifen. Thank you, bye bye. Das war ein lustiger Grenzübertritt. Der Grenzbeamte schaut bei uns ins Fenster rein, sagt: Gut, Kombination! Kombination ist schön. Eine für Österreich, eine für Kanada. Ach so, das, ja. Ja? Ja. Schöne Kombination. Hören wir Sommer, immer wieder. Ja? Gut, Kombination. Kanada, Österreich. Thank you. Bye. Bye. Zum ersten Mal haben wir diese Worte vor 15 Jahren gehört, bei unserem ersten Trip nach Kroatien. Da hat es einer an einer Eisdiele gesagt. Thank you, bye. Willkommen in Albanien. Mit den Grenzern in Albanien haben wir schon echt schlechte Erfahrungen gemacht. Gibt es bei uns am Blog nachzulesen. Den Link packen wir dir in die Videobeschreibung unter dem Video. Aber man soll wie immer nicht alle über den Kamm scheren, denn die heute, die waren total freundlich und nett und professionell. Also es gibt solche und solche. Wir sind auf der albanischen Seite des Ochridsees. Jetzt geht es in Richtung der Stadt Pogradec und dann wieder kurz nach Norden. Bevor wir uns entscheiden müssen, geht es in Richtung Westen, in Richtung Elbasan oder in Richtung Norden ins Valbonatal. Wir durchqueren gerade das Gewusel von Pogradec und kommen jetzt dann wieder zur Uferstraße zurück und hoffen, dass wir da eine Strandbar mit Internet finden, denn ohne Internet wissen wir nicht wohin. Eines ändert sich nach der Grenze sofort, der Fahrstil. Ist jetzt unser vierter Besuch in Albanien, deswegen ist es nicht mehr so schlimm, aber hier tut halt jeder so, wie es sich vom Platz her ausgeht. Ein paar Spuren, Fahrtrichtungen sind nicht so wichtig. Alle kommen auf der falschen Straßenseite entgegen, fahren kreuz und quer, fahren verkehrt herum um den Kreisverkehr, wenn dort mehr Platz ist. Aber irgendwie kommt man schon durch, einfach Augen auf und vorsichtig fahren. Gehupt wird zum freundlich Grüßen und Warnen. Hallo, ich komme da hinter dir. Von uns ist man irgendwie gewohnt, hupen ist irgendwie was Unfreundliches, eine Beschwerde. Das ist hier nicht so, hier wird ständig gehupt, das heißt dann eher Achtung, Achtung, ich komme. Oder vielleicht auch manchmal Platz da, ich komme, wenn es ein großer Audi ist. Es ist ganz lustig. Es ist echt schön hier am Ochridsee, auch auf der albanischen Seite.
Und man merkt, hier lassen die Touristen einiges an Geld, denn solche Straßen findet ihr in Albanien nicht überall. Obwohl es sich ehrlich bessert, es wird viel gebaut, aber es gibt schon ganz wilde Schlaglochpisten bzw. leider auch Straßen, die wir mit unserem Camper nicht befahren können, wo es halt nur mit 4x4 geht. Aber das ändert sich, wie gesagt. Eine dieser ehemaligen 4x4 Strecken wollen wir auf dieser Reise noch besichtigen, und zwar die Strecke nach Seth, einem Bergdorf, wo man bislang nicht hinfahren konnte mit unserem Camper. Jetzt ist die neue Straße fertiggestellt. Bevor es allzu touristisch wird, wollen wir es uns noch ansehen. Besonders erstaunlich für mich auf der albanischen Seite ist, dass es den ganzen Straßen entlang einen Radweg gibt. Das ist ein Wahnsinn. Es geschieht was in Albanien. Es gibt eine super schöne Radstraße den ganzen See entlang. Wow! Und da unten sind Camper. Ah ja. Ja, der Campingplatz. Das ist ein schöner Campingplatz, schau dir das an. Nicht schlecht, gut besucht. Ja. Hier wieder ein Camping, weniger schön, weil auf der falschen Straßenseite. Aber man findet hier Unterkünfte. Freistehen wiederum ist nicht so einfach, denn ja, es gibt einfach keine Parkplätze oder zumindest keine schönen. Viele Campingplätze haben sehr moderate Preise, 5 Euro, 10 Euro. Einige gibt es auch, die landesuntypische Preise verlangen, 20 Euro, aber man findet was. So, leider haben wir jetzt das Ende des Sees auf der albanischen Seite schon erreicht. Jetzt würden wir dann schon wieder zurück nach Nordmazedonien fahren, beziehungsweise müssen nach Elbasan abbiegen. Und weil wir eigentlich vorher Internet brauchen, versuchen wir es jetzt in diesem Nest und hoffen auf eine Beachbar. Wir hätten gleich die erste nehmen sollen. Kurz nach der Grenze gab es einige mit wenig Parkmöglichkeiten. Trotzdem, das hätten wir gleich schnappen müssen, denn jetzt wird es eng. Die Eule hat Strickkollegen gefunden. Geschafft! Wieder ein lustiger Zufall, die Welt ist klein. Hier gibt es einen Souvenirstand bzw. einen Stand mit lokalen Produkten, Marmeladen und so weiter, die von der Mama gemacht werden, und der Sohn steht hinter der Theke und hat gleich mal uns mit Servus begrüßt, denn er hat in Wien gelebt und war auch schon in Graz am Schlossberg, hat er uns begeistert Bilder davon gezeigt. Ja, und dann hat die Olda ihm eine Marmelade abgekauft und dafür durften wir seinen Hotspot nutzen und konnten jetzt unsere Command-Tickets kaufen. Nur müssen wir jetzt noch nach Norden kommen, haben zwei Varianten. Wir können in Albanien bleiben, müssen dann aber über Tirana einen Umweg fahren, oder wir können wieder zurück nach Nordmazedonien und dort direkt in Richtung Norden fahren. Spart etwa 80 Kilometer, zeitlich spart es nichts und wir haben halt einen Grenzübergang mehr. Was machen wir? Wir fahren mal los und dann schauen wir. Wir haben uns für den direkten Weg in den Norden entschieden. Das bedeutet zurück nach Nordmazedonien. Und wir hoffen sehr, dass die Grenzer es jetzt nicht verdächtig finden, dass wir ungefähr 1,5 Stunden in Albanien waren und jetzt schon wieder zurückfahren. Am Blog gibt es bei uns die Geschichte, wie Inspektor Spürnase bei uns unbedingt Drogen im Camper finden wollte. Er hat es nicht geschafft und bei jedem Kästchen, wo wieder keine drin waren, wurde er aggressiver, weil er unbedingt bei uns fündig werden wollte. Das war eine echt unangenehme Erfahrung und wir hoffen, dass uns die heute erspart bleibt. Albanien haben wir schon wieder verlassen, jetzt müssen uns nur die Mazedonier wieder reinlassen und dann geht's weiter. Geschafft, wir sind wieder in Mazedonien. Unser Navi hat ausnahmsweise mal eine gute Straße ausgesucht, die ist wirklich sehr gut zu fahren. Wir fahren hier an einem Fluss entlang. Es gab mal einen Stausee, dann eine Staumauer, wo es danach tief runterging. Und jetzt fahren wir neben einem kleinen Bach. Es ist kurvig, man kann nicht viel schneller als 60 fahren, aber kaum Verkehr und die Straßenqualität ist super.
Abschnitt Nordmazedonien wenige Parkmöglichkeiten und für Übernachtungsmöglichkeiten müsste man wahrscheinlich aufmerksam suchen, aber trotzdem schön. Und das war es dann auch schon wieder mit Mazedonien. Wir überqueren gleich nochmal die Grenze nach Albanien und haben uns dann auch schon einen Campingplatz ausgesucht. 10 Kilometer nach der Grenze. Wir sind heute schon etwas müde von der Fahrerei und den Rest ins Valbonatal, den machen wir dann morgen. Es wird schon wieder chaotisch Auto gefahren. Das heißt, wir sind in Albanien. Da ist unser Campingplatz. Mehr zu unseren Erlebnissen in Albanien erzählen wir dir im nächsten Video. Dann quälen wir uns stundenlang über die wildesten Rumpelpisten, werden aber mit grandiosen Berglandschaften belohnt und erreichen schließlich auch das tolle Valbonatal. Dann testen wir, ob die Comanfähre unser Wohnmobil trägt und erleben dort nochmal ein richtiges Highlight dieser Reise. Wir freuen uns darauf, dich auch beim nächsten Mal wieder mit dabei zu haben. Bis dahin, alles Gute!